Herzlich willkommen, Leute, zu Runden 25 von Costume Quest. Und ja, ich weiß, Costume Quest ist jetzt nicht so beliebt, zumindest bei einigen hier, aber hey, es muss ja nicht immer das super komplizierteste oder, ja, nicht gerade komplexeste, eher das super komplexeste Spiel sein. Es gibt auch die einfachen Geschichten, wie einfach nur Kinder, die ihre Süßigkeiten bzw. die entführte Schwester befreien wollen von Monstern, die nur Süßigkeiten wollen. Und, ja, wie man sehen kann, das Speichersystem hat mal, gehalten, was sie verspricht und was es eigentlich versprechen sollte und hat hier, oh, den Fortschritt der letzten Folge, die ich hier nochmal wiederholt habe, abgespeichert. Das ist doch manchmal so übel und, ich hoffe, es ist nicht so extrem schlimm, dass der Ton, also mein, was ich hier rede, weil ich kapiere das nicht. Ich meine hier mit OBS, ich meine, ich habe diese Rauschsperre mal ausprobiert und dann müsste ich so ins Mikrofon schreien, dann hört man nichts und ich habe den Schwellwert und so und trotzdem hört man immer noch so ein leichtes, ist immer noch so ein leichtes, ja, Grundrauschen, also der Balken ist immer noch zu sehen da, ich verstehe es nicht. Vielleicht soll ich die Folgen einfach, die nächste einfach nur mit die X-Tory aufnehmen. Ich meine, da sind die zwar größer und es ist ein bisschen mehr Aufwand und so, aber dafür kann man halt den extra Tonspur, die ich jetzt hier einrede, ja, immer noch wie heißt das, mit Audacity da immer noch, Rausch entrauschen. Okay, gut, dann gehen wir doch mal hier ran. Süßes, sonst gibt's Saures. Unsere Tüte ist zwar komplett voll, aber egal. Ja, falls wir vergessen haben, wo wir sind. Ja, okay. Na gut, die letzten Folge, die ich jetzt aufgenommen habe von Elder Signs Omens. Diesen Brettspiel-Umsetzung, die nicht so beliebt ist, weil, naja, weil diese ganzen Glyphen, die man da ja benutzen muss, um diese Taster zu wenden, werden ja alle vom Computer zufällig zusammen ausgewürfelt. So, das ist der richtige Begriff. Go, go, Power Rangers! Okay, nicht ganz. Obwohl, gab es die Freiheitsstatue als... Nein, wahrscheinlich eher nicht. Es ist zwar eine amerikanische... Es ist total nur amerikanisch. Es ist zwar eine japanische Serie, aber das wäre wahrscheinlich zu extrem gewesen. Dann nimmst du dann lieber sowas wie eine Handtasche oder ein... Cerealien. Was haben wir? Mystica? Ja, ich glaube, wir sollten eher aus dem Mystica gehen. Oder ein... Frühstück-Cerealien-Maskottchen. Oder ein Schwein, dessen... Ein Schweinemonster, dessen Arme aus dem Mund kommen. Und weg ist er. So, und dann nochmal... den Schläger nochmal. Klopapier. Ja, okay. Ist erträglich. Ja, und wie habt ihr so die Zeit verbracht? Mann, schon Folge 25. Naja. Ist ja nicht so tragisch, nicht wahr? Ich meine, bei anderen... Wie heißt das? Bei anderen Rollenspielen... Bei anderen Rollenspielen, da wären wir schon bei... Entschuldigung, ich muss kurz ausstoßen. Bei anderen Rollenspielen wären wir wahrscheinlich schon bei Folge 250 und wären vielleicht erstmal die Hälfte so gekommen. Ups, da habe ich mich vertickt. 4 Knöpfe und Dechan haut immer noch daneben. Okay. So. Ah. Anzünden und vergiften. So muss das. Ja, ach so, ja, stimmt. Und demnächst muss ich ja dann hier... Born in the USA! Nein, na gut. Nee, wie heißt es? Yeah! Doof, schon wieder vertickt. Mann! Heilen? Na gut, bei dem ein bisschen... Bisschen Schaden, dann können wir das... Ich glaube, das können wir vertragen, oder? Ja. America! Fuck yeah! Genau, das war's. Und unsere AP werden ja eh nach jedem Kampf wieder geheilt. Hm. Ah! Keine große Sache. Wegen EPs habe ich das jetzt eher gemacht. Und Rollkotze. Hm, wer braucht schon Rollrasen? Ja gut, das kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Dorzilla, die Feindliche. Nein, die Hexe, stimmt. Auf nach Hause! Die Kinder haben uns geschlagen! Ja, bis auf die vor den... okay, hier, kann man nicht mal... Doch, kann man doch noch einsammeln. Die müsste ja jetzt schon überquellen, die Tüte! Mann! Die Tüte, Mann! So. Ja, Tüte, Mann. Ja, jetzt müssen wir nur noch, wie ist sie denn nochmal? Ach, das hätte ich... Müsste ich eigentlich wissen. Ich meine, nach 25 Folgen müsste ich das ja jetzt schon wissen, wo man hier die Kampf... die Stamps kaufen kann. Das ist aber nicht gesund.
Lasst uns gehen, bitte, ich habe Höhenangst. Siehst du, ich hab dir gesagt, es ist ein voller Süßigkeiten. Hast du recht, dann schulde ich dir wohl eine Umarmung. Ach, ist das nicht nett. Ey, lass die Typen runter, okay. Platsch, das sind die Kinder, von denen Dorsilla geht hat. Wir müssen sie nicht drauf halten. Wir müssen den Kindern helfen. Natürlich müssen wir das. Mann, 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 wenn die da schon so lange da hängen. Irgendwann geht da das Blut in den Kopf, das ist doch nicht gesund. Bam! Go, go, Robo Riders! Obwohl, nee, Quatsch, Dino Riders, ne? Kennt ihr noch Dino Riders? Irgendwie so 80er Jahre, ich meine, von der Idee war das Konzept ja nicht mal so übel. Ich meine, hier, Leute aus der Zukunft, die, Saurier reiten und mit Lasern. Die mit Laserwaffen bestücken und dann gegen ihre Feinde kämpfen, die in Aliens, Mutantenviechern, die wie, Fischmonster aussehen. Mann, das hört mich total jetzt an Lovecraft. Obwohl, man könnte überall Lovecraft raussehen, was mit Science Fiction zu tun hat, nicht wahr? So, und den Dicken in der Mitte wird natürlich wieder klopapiert. Ja? Natürlich immer auf den Heiler gehen, nicht wahr? Tja, das Problem mit dieser Serie war nur, neben dem Spielzeug, dass das Spielzeug teilweise sauteuer war. Ich glaube, der Preis des T-Rex von dem Bösen, der im Original gesprochen wird, von demselben Sprecher wie Megatron. Arr, Optimus Prime. Ah, ich werde dich besiegen. Genau. Nee, man muss ja noch tiefer machen. Ich glaube, der Preis, den man heutzutage dafür auf eBay bekommt, ich glaube, der ist schon auch original mit dem D-Mark-Preis von damals. Oder der Brontosaurier, der an der Seite diese... Oh, okay, na, ist ja erträglich. Wir sind ja zum Glück mindestens auf demselben Level. America, fuck yeah! Wenn unsere Außenpolitik versagt, haben wir immer noch genug Raketen, um euch den Arsch zu versohlen. Genau. Um euch wegzubauen. Oh, ich bin da voll politisch gerade. Komm, machen wir es einfach mal. Nur des Effektes wegen. Yeah. Ja, ausgewichen. Unsere Werte sind schon ganz ordentlich, nicht wahr? Bam! Das Problem dieser Serie war nur, zumindest meiner Meinung nach, weil ich habe letztens mal wieder so ein, wie sagt man, so ein retrospektiven Review dazu mal angesehen, das auch schon ein bisschen älter ist. Und nochmal, und Puff hat er gemacht. Ein Pechkeks und ein Schokoburger und nochmal EP. Das ist das Wichtigste, finde ich. Yay, und wir können die ganze Süßigkeit mitnehmen. Danke, schüttel das Kind noch ein bisschen mehr aus. Yay. Und der Typ da an der Seite, ey, was, fehlt ihn nicht, wundert sie nicht, was da oben auf den Riesenrad passiert? Auf den Röhrenrad, genau, auf den Röhrenrad. Wer kennt nicht das Röhrenrad? Gott. Ich mache schon so lange Videos. Ich habe schon fast 1000 Videos auf diesen Kanal gedrückt. Ja, und trotzdem immer noch Anfängerfehler hier. Oder benehme ich wie so ein Anfänger, der irgendwie seit, was weiß ich, 5 Folgen Videos macht oder so. Naja. Das Problem war eben meiner Meinung nach, dass die Dino Riders an sich total langweilig waren. Beziehungsweise die Guten in dem Fall. Und die hatten auch total bescheuerte Namen. Wie solche, wer ist das? Bomber, der Bombenexperte, der aussieht, als würde er einen Plastikanzug tragen mit riesigen Handschuhen. Es ist hin, ruiniert. Ich glaube nicht, dass wir den Schaden an Stolpert jemals beheben können. Ach, da liegt es. Tut mir leid, Kinder. Das Riesenrad wird noch eine ganze Weile geschlossen bleiben. Wir müssen das anders hinkriegen. Komm, schauen wir nach. Schauen wir uns auf der Kirmes etwas um. Wenn wir doch nur fliegen könnten. Tja, vielleicht hat es was mit dieser riesigen Kanone da zu tun, die rein zufälligerweise auf das Riesenrad ausgerichtet ist. Ach Mist, wir müssen die Folge ja eh gleich schon wieder beenden. Ich will ja nicht so lange machen. Was haben wir denn da? Ein Kostümteil. Gruselige Zähne. Ich würde mal glauben, das würde mit den, wer ist das? Gucken wir mal. Das hat doch bestimmt was mit den... Ja, stimmt. Da haben wir die Häuser jetzt komplett zusammen. Ja, gut. Ja, das wird wohl wahrscheinlich ein Vampir. Klassisches Bela Lugosi-mäßiges Vampir. Klischee. Klischee, Klischee. Alle lieben doch das Klischee-Kostüm sein. Ja, und auf der anderen Seite ist der andere Teil der Kirmes. Dorian, der Über... nein, der...
Ah, stimmt, hier war ja der Sultan! Sultan! König, lasst mich bitte groß werden, aber gleichzeitig bei euer ein Kind sein. Und, ja, da würde ich dann ein, quasi Chef, beziehungsweise Entwickler, Oberentwickler bei einer Spielzeugfirma werden kann. Und damit, James, nee, war es James Caan? Nee, wer war nochmal dieser bekannte Schauspieler, der damals schon alt war, mit dem er dieses bekannte Piano, Bodenpiano gemacht hat? Ich bin Orzo. Ja, ja, den kennen wir ja schon aus der 23. oder 24. Folge? Nein, 23. Dein Name klingt wie ein Gericht auf der Speisekarte eines kitschigen italienischen Restaurants. Nun, alle Großkanunkuchen werden nach Nudelgericht benannt. Das ist Tradition. Ah, dann benenn dich doch nach... Dann benenn dich doch Dampfnudel. Wäre es okay, wenn wir deine Kanone benutzen, um auf das Riesenrad zu kommen? Ach, was soll da schon passieren? Nein, die Kanone darf nur von einem Profi benutzt werden. Und ich, Orso, bin hier die einzige Person, die fähig genug ist, den gewaltigen Schub dran zu halten. Ah, Masse und Geschwindigkeit, nicht wahr? Wenn du ein Profi bist, dann hast du doch bestimmt auch eine Lizenz und bist versichert, oder? Nun, es gibt einen Grund, warum ich diese Nummer nicht in Vegas vorführe, Kind. Na gut, dann gibt's, ich kann ja schließlich auch nicht gegen Britney Spears antreten, in dem Fall, nicht wahr? Ja, ja, Britney Spears. Andere sagen, sie hätte jetzt irgendwie groß Karriere gemacht, aber irgendwie habe ich irgendwie so das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie so eine Art Zirkusattraktion in New York ist. New York. New York wäre wahrscheinlich schöner. In Las Vegas ist so nach dem Motto, hier, ich führe jetzt hier alle paar Stunden meine Show auf. Um 1, um 5 und auch nochmal Special-Version um 23 Uhr. Genau, so nach dem Motto. Okay, wir müssen das Kostüm wechseln. Wie ging das jetzt? Achso, stimmt. Wir müssen natürlich auf Ninja. Glücklicherweise werden alle anderen auch noch im Schattenmodus versetzt. Kommt das, höre ich da jetzt auch irgendwie so raus? Ja. Ich werde nur in der Straße dann vorführen, der hier verursacht wurde. Süß, er sieht uns nicht. Haha. Tja. Möglicherweise hat was an den Augen. Da sind ja auch schließlich auch nur Punkte. Dann wird er studieren, wenn er diesen Wahnsinn sieht. Was ist das denn? Was macht ihr Kinder in der Kanone? Komm schon, Lucy. Machen wir den Guidebrush. Ich hab Algebra. Sei Dank. Oh, das Mädchen gesagt, dass sie mit Algebra auskennt. Verdammt. Oh, Algebra. Und jetzt klatschen unsere Helden mit voller Wucht gegen das Riesenrad und Ende. Ninja. Hatten wir den Ninja eigentlich schon? Was haben wir da? Mystiker, einen Dicken mit einem Fass. Was ist das? Ein Grenadier und ein Wächter. Tja, ich denke mal, wir gehen lieber erstmal auf den Mönch, denn der hat ja bestimmt die großen Spezialfähigkeiten. Tja, welcher sage? Hätten sie mal den Entwickler von... Was haben wir denn da? Ah, vertippt. Hätten sie da den Entwickler von... Den Charakterentwickler von, He-Man and the Masters of the Universe. Was haben wir heute gelernt, Kinder? Oder was hast du heute gelernt, Orko? Ah, man sollte nicht zu fremden Zauberern in Van steigen. Ja, ja. Ach, Orko. Ha, ha, ha. Ja, komm, mach mir nochmal dieselbe Animationszeile. Ha, ja, denn wir sind Filmation, die Recycler unter den... Verdammt, ouch. Die Recycler unter den Computer... Nein, Quatsch, nicht Computer, unter den Videospiel... Nein, Quatsch, was rede ich denn hier? Unter den Zeichentrickherstellern der 80er, genau. Ich glaube, inzwischen gibt es hier nicht mehr, oder? Alter, was ist los? Ich hab den Daumen drauf gehabt und hau daneben. Meine Fresse, Dechan, bist du dumm heute. Dann hätten sie die wahrscheinlich, da wäre vielleicht die Serie, genau. Dann wäre die Serie vielleicht ein bisschen besser angekommen, vielleicht. Ich meine, von Konzept her, ich meine, Dinosaurier mit Laserkanonen. Das wäre doch schon mal, das ist doch schon mal eine Sache. Ich meine, damit haut man doch schon mal... Ja, es ist ausgewichen. Oh, Rauchbombe. Wähle mit einem Gruppenmikro und drücke dann... Ah, stimmt, dann wird es dann... Stimmt, dann wird es wahrscheinlich nicht so leicht getroffen. Okay, nicht so übel. Okay. Naja, nicht schlecht. So, dann gehen wir auf den Schwächen, denn das macht man natürlich immer, nicht wahr? So, und... Hymnia hat einfach nur mal so. Oh, it's the dark. It's the dark liberty. Nur wir kriegen dadurch noch den, den Vampir-Effekt, genau. Hey, was ist los, Daumen? Böser Daumen. So, okay.
Bam! Shinobi strikes again! Yeah! Hör mal die Giftklinge hinterher. Und spüre die Flamme der Freiheit. Ja, übrigens, ich habe ja letztens vor einiger Zeit wieder Geburtstag gehabt. Ist natürlich jetzt ein bisschen her oder so, aber... Und was kriegen wir da? Tupenschaum und alte Finger. Alte Finger? Ja, schon praktisch, wenn man... Danke, dass ihr uns gehört habt. Mir ist inzwischen schon ein weniger übel. In Ordnung, Leute. Halten wir uns auch schon nach der Tür, von der Dorian erzählt hat. Da! Zanotto Modello Lobotto. Ah, also nicht Klaatu Verata. Da müssen wir hin. Kommt schon, lasst uns von hier runter. Ja, ui, bumm. Das Riesenrad steht aber. Wie haben wir es jetzt runtergeschafft? Ich bin froh, dass wir einen schlauen Weg gefunden haben, von den Riesenrad zu kommen, das ist sowohl plausibel als auch praktikabel ist. Ach so. Nun gut, ich bin bereit, meinen Unglauben dieses eine Mal zur Seite zu schieben. Ah, das ist aber ein netter Witz. Einfach hier nicht zeigen, wie wir runtergekommen sind. Ja, spart mal Animation, nicht wahr? Okay. Also Leute, dann gehen wir bald durch den geheimen Schattenweg. Was ist das? Beobachtung, dieses Monster hat einen Zauber benutzt, um den Eingang zu illuminieren, um ihn zu enthüllen. Tja, illuminieren, das kann ja wohl nur bedeuten, dass wir hier unseren, nicht unseren Schatten, den wir einsetzen müssen, sondern unsere Leuchte. Uiuu. Nach Hause telefonieren. Obwohl, nee, in dem Fall ja nicht. Tja, ja, vor kurzem Geburtstag habe. Ja, da habe ich auch ein Buch geschenkt bekommen, und zwar Schatten über Innsmouth. Aber nicht das Original, zumindest ist das damit drin, sondern die Zusammenfassung von mehreren Autoren über 500 Seiten. Mit Variationen und Neuinterpretationen teilweise. Und okay, andere sind diese üblichen Lovecraft-Pappenheimer, wo man schon so weiß, nach Anfang oder die Hälfte schon weiß, okay, weiß man schon, wie das verlaufen wird, nicht wahr? Okay, gehen wir nochmal schnell abspeichern. Obwohl, das sollten wir doch lieber hier nochmal den Robo nehmen, damit wir ja schnell dahin kommen. Und schließlich schon wieder fast 20 Minuten. Aber da sind auch ein paar Geschichten dabei, die so rausstechen. Wie zum Beispiel die Heimkehr von Nicholas Royle. Das könnte auch, der könnte wahrscheinlich auch aus den Land stammen, an dem die Geschichte spielt. Riecht das wahrscheinlich falsch aus. Ja, ja, Kind, der Brief wird notiert, Klick. Ja, ich mutiere ihn auf meine unsichtbare Schreibmaschine. Ach ja, Simpsons Quotes. Simpsons Quotes kommt immer gut an. Ja, und ja, die Heimkehr, die, wo er den Lovecraft bzw. die Schatten über Innsmouth Motive mit der... Oh, was sind das denn? Gruselige Augen. Motive mit der Revolution von aus Rumänien von 1989 mit verbindet. Ja, die großen Alten oder die tiefen Wesen. In diesem Fall sind es dann die Geheimpolizei, die sich unter der Stadt, der zerstörten, zerbombten Stadt mit den disillusionierten Menschen, die sich immer noch so verhalten, als wäre die Revolution gar nicht gewesen. Obwohl, na gut, nach 24 Jahren Diktatur oder quasi sowas in der Richtung kann man das ja denken. Aber in dem Fall sehr... Ja, schon wirklich beängstigend. Okay, aber Leute, wir beenden diese Folge jetzt mal und dann sehen wir uns in der letzten. Das müsste wahrscheinlich dann die letzte Folge sein. Oder zumindest die vorletzte, je nachdem. Folge von Costume Quest und dann wird wahrscheinlich dann der zweite Teil folgen. Also Leute, viel Spaß bei der nächsten Folge und ja, haltet die Ohren steif und ja, bis dann. Ciao.